ein herzliches Willkommen zu der unglaublichen Show Fisch am Stiel. Und hier kommt Ihr ekliger Gastgeber, Jan Tuckern. Bei meinem wöchentlichen Durchstöbern von der Fetisch-Sektion auf anibis.ch bin ich auf ein Inserat gestoßen, das ich euch gerne vorlesen würde. Ich männlich, tageslichttauglich, suche eine Furzfreundin, die es mit mir zusammen knattern lässt. Du liebst es laut zu furzen und hättest mindestens kein Problem damit, wenn ich es auch mache? Dann sollten wir uns kennenlernen und uns zusammen unseren Flatulenzen hingeben. Flatulenzen ohne Grenzen sozusagen. Vielleicht können wir auch einfach mal was zusammen kochen. Natürlich etwas, was dich zum Brummen bringt. Später, wenn wir es im Doggy-Style machen, lässt du genüsslich deine Rosette flattern. Pupsen wir uns frei und haben Spaß dabei. Wow! Ja, Mädels, solltet ihr eure Rosette flattern lassen, dann meldet euch und wir leiten das gerne an den netten Herrn weiter. Blech. Und damit es klar ist, wir machen uns hier über niemanden lustig. Der Mann ist nämlich ein Held. Denn er hat Spass an einer Sache, die andere vielleicht ein bisschen komisch finden. Aber weil es ihn glücklich macht, macht er es trotzdem. Es ist wichtig, dass wir uns aufgrund von Meinungen anderer Menschen nicht unterkriegen lassen. Und dass wir unseren Träumen folgen. Könnt ihr leise liegen? Ich bin am Zeichnen. Hallo, ich zeichne. Ich habe Kunst studiert an der Kunsthochschule. Ich habe keine Ahnung von Kunst. Was? Ich habe keine Ahnung von Kunst. What the fuck? Was? Ich habe keine Ahnung von Kunst. Wow. Was? Was? Nein. Nein. Mm-mm. Nein. 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 Mm-mm. 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 Oh. Nein. Bäh. Mach's weg. Bäh. Okay. Mal an dir. Die Tour Quittetitte. Was sind Quittetitte? Hört und geh. Quittetitte sind so deformiert. Mit Weissgrau, Filzig und Flum und so. Mach's weg. Mach's weg. Habt ihr gewusst, dass wenn eine Frau zu lange ihre Kinder stillt, dass sich irgendwann ihre Milchdrüse so ausweitet, dass ein pensionierter Maurer seine Finger reinstecken kann? Und wenn sie dann oben ohne im Wind steht, macht wie wenn man in eine Flasche reinbläst. Und meine Mutter hat immer selber reinblasen, um uns zu rufen, wenn wir nach Hause kommen sollen. Aber daher ich und meine Brüder schon immer sehr durstige Jungs waren, hat es bei mir nach einem Dampfwalzer ertönt. So. Und sie hat für alles ihre eigenen Töne gehabt. Für heimkommen, eben. Für aufräumen. Und aufwachen. Wach auf, du Arsch! Wapau! Wach auf, du Arsch! Wapau! Mhm. Ach. Du bist also kein Roboter? Bist du. Ein Mensch? Mit Gefühlen? Einer Seele? Du bist ein Nichts. Gar nichts. Ja, du bist ein Gegenstand. Ich bin etwas Besonderes. Hm? Stimmt's, Mom?
Ja, du bist etwas ganz Besonderes, Häsli. Genau. Oh, shit! Was kriegt man für eine Spezies, wenn ein Kamel einen Leu fickt? Ein Kameleon. Okay, Fresse, so lustig ist es auch nicht. Today we will look at the French astrologer, physician and reputed seer, Nostradamus. Wait, that dude's name was Dumbass? Nostradamus. Nostradamus? He was born in 1503. He had a great life. He was such an... Im Jahre 2021 wird die Menschheit keine Musik mehr hören. Die Musik wird den Menschen hören. Kommen Sie auf die Bühne. Nehmen Sie. Sie, die Musik, hören mich, den Menschen. Und das ist sie. Wenn ich die ganze Staffel sehen will, dann schreibe ich es dann nur einen Ficker in den Kommentar. Geht's für euch? Du versuchst mir. Au! Du versuchst mir wirklich.